Gut. Wenn man das richtige Timing hinbekommen würde, wie, dann wäre der Kampf nicht so schlecht. Nicht so schwer. Quanten werde ich auch hier rausschneiden und ein extra Video packen. Als einfach nur nervig ist nach einer Zeit. Och nee, schon wieder Betäubungsgas. Bitte lass es nicht gelingen. Ach Mist, zum Glück. Ja, und kann natürlich gleich nochmal angreifen danach. Ich mehr falsch gedrückt. War schon wieder nicht richtig gedrückt. Ich kann. Ich krieg das Timing nicht hin. So, jetzt. Geht doch. Langsam mache ich das Timing raus. So, jetzt haben wir unseren ersten Kampf gewonnen. Und wow, wir haben ganz schön viel EP erhalten. Ach ja, GF, APM, das muss ich auch noch einstellen. Was die GF lernen sollen. Die lernen gerade GF-Magie und das ist blöd. Du sollst anfeuern lernen, mein Lieber. Und du, Shiva, du lernst dann auch immer anfeuern. So. So, jetzt mache ich ab hier erstmal, Schluss mit der Übungshalle. Und werde dann, wenn wir Quests haben, bis wir Level 10 erstmal aufleveln mit ihr. Auch mit Squall. Damit die beiden nämlich mal eine Chance dagegen Ifrit haben. Der wäre zwar dann auch Level 7, aber um Level 10 fühle ich mich wohl, wenn ich gegen ihn kämpfe. So, was haben wir denn hier eigentlich noch für Leute? Ich wollte auch ein Seed werden, als ich in ihrem Alter war. Ich würde ihr gerne weiterhelfen. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Seed werden. Oh ja, diese süßen kleinen Kinder. Bäh, ich hasse Kinder. Ganz ehrlich. Der Seed von heute braucht keine Kondition, sondern Köpfchen. Das heißt also sehr viel Taktik. Hey, weißt du schon, in diesem Garten gibt es einen Kartenclub, genannt die CC Freaks. CC Freaks. Das ist eine Gruppe von Freaks, die ständig nach Mitspielern für ein Kartenspiel suchen. Es ist für einen Spieler eine Ehre, von den CC Freaks zu einem Spiel aufgefordert zu werden. Hallo. Speichern tue ich das auch trotzdem mal, wo ich nochmal auf der Wegkarte abspeichern werde. Aber die EP, die will ich nicht unbedingt verlieren. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zum Quartier und werde schlafen. Dann sehen wir uns ja an den Speicherpunkt wieder. So, da bin ich wieder mit vollen HP. Und gestärkt werde ich jetzt raus aus dem Garten gehen. Die Typen kann man übrigens auch Karten spielen. Dieses Jahr kommen immer wieder neue Rotznasen. Macht schon Spaß, sie alle an. Macht schon Spaß, sie alle anzudonnern. Naja. Typisch alle Männer. Gut. Dann wollen wir mal Quistris. Und hier ist noch ein Torpunkt. Mit Vita. Und da steht ja auch schon Quistris. Ich musste einiges erklären, bevor wir losgehen. Wir sind stark, weil wir die Hilfe der GF in Anspruch nehmen. Wenn ein GF stark wird, werden wir ebenfalls stärker. Dazu müssen wir die GF koppeln. Was passiert beim Koppeln? Durch das Koppeln von GF können die eigenen Statuswerte verbessert und Abilities eingesetzt werden. Das bedeutet aber umgekehrt, dass ohne Kopplungen die Statuswerte nicht ausreichend steigen oder Abilities nicht verfügbar sind. Deshalb wollen wir zuerst einen GF koppeln. Und ich glaube, das überspringe ich jetzt, weil das mir zu lange dauert.
Alles klar, soweit. Du kannst das jederzeit im Menü unter Tutorial nachlesen. Also es kann immer sagen, wenn er diese ganzen Anleitungen doch mal lesen will, dann mache ich mal ein extra Video davon. Wenn wir an der Feuergrotte sind, erkläre ich dir das Kopfen von Zauber. Von Zaubern, wenn schon. Du solltest bis dahin Zauber mit Troll gezogen und gelagert haben. Das Zauber kannst du von Monstern ziehen. Kommen wir jetzt los. Um zur Feuergrotte zu gelangen, müssen wir in Richtung Osten. So. Aber bevor wir jetzt zur Feuergrotte gehen, werden wir leveln. Zwei Level, um genau zu sein. Für jeden. Und ja, wir sehen uns dann. Mache ich das erstmal die Hauptaufnahme zu Ende und wir sehen uns dann das nicht bei der Let's Play von Windows 8. Bis dann. Ich habe das bestimmt gerade gelesen oder überhaupt nicht. Ja, das wäre es noch zur Folge dazu, die ich gerade einspenden wollte. Mich hat beim Quanten ein Achaeodinus jetzt angegriffen. Ich renne lieber. Oder was hast du denn für Zauber überhaupt? Ich glaube, ich ziehe erstmal deinen Zauber. Das Feuer. Was hast du noch? Neben Feuer. Autsch. Ah. Ich muss dann unbedingt fliehen. Schade, dass man das Ganze nicht beschleunigen. Feuer und Blitz. Okay. Das sehe ich am besten noch einmal beides. Und dann fliehen. Das Vieh ist verdammt gefährlich, wie man es gesehen hat, wenn er schon 100 Schaden macht. Ist aber sehr lahmarschig, wie man bemerkt. So. Und tschüss. Puh. Das wäre, glaube ich, in die Hose gegangen. Gut, dass ich geflohen bin. Weiß man die neuen Zauber ordnen. Und koppeln. So. Abspeichern. Und dann weiter quanten bis nächste Folge dann.